Hi meine Lieben, ich bin's Ines Carona. Wir haben heute den 4.4. und ich wünsche euch erstmal frohe Ostern. Warum geht es heute in dem Video? Es geht darum, die Osterzeit lässt uns Innenschau halten und schauen, was so bei uns passiert und welche Dualitäten mit uns sind. Und deswegen werde ich jetzt das Video machen, bevor ihr euch einstimmt, holt euch vielleicht einen Tee, liked, abonniert den Kanal und die Glocke abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und es ist wichtig, dass ihr euch vielleicht mal so einen Zettel und einen Stift holt, dass ihr euch auch mal aufschreibt, was ihr euch jetzt reflektieren dürft. Ja. Voriges Jahr habe ich eine Meditation gemacht. Vielleicht hört ihr euch auch nochmal diese Meditation an. Heute geht es einfach darum, um Dinge in sich selber zu klären, also Innenschau. Ja. Es kann sein, dass jetzt in der letzten Zeit bei euch Themen hochgeploppt sind im Außen, die jetzt aber auch auf der körperlichen Ebene sehr stark zu spüren sind. Ja? Und es kann sein, dass ihr vielleicht ganz stark mit den Ohren zu tun habt oder mit dem Halschakra. Die geistige Welt arbeitet auch gerade an uns. Ja, das kann sein, dass die letzten zwei, drei Tage eine Schwingungserhöhung kommt. Und die auch hier oben in deinem Kopfbereich arbeiten und das Ganze loslassen dürft. Ja? Es geht auch jetzt hier um Tod und Wiedergeburt zu Ostern. Das ist das Christusprinzip. Und deswegen kann es sein, dass du altes nochmal alte Ängste loslassen kannst oder alte Themen, die richtig stark auf der körperlichen Ebene wehtun und es dir überhaupt nicht gut geht, wenn du ein feinfühliger Mensch bist. Also ich kann nur empfehlen, tu dir was Gutes für deinen Körper, gönn dir was Gutes, geh in die Natur, nimm ausreichend Vitamine und Sonnenlicht. Vitamin D3 ist für unser Kopf gehören Prozess einfach sehr, sehr gut unterstützend, ja, und wie gesagt, es kann nochmal richtig wehtun, weil die geistige Welt jetzt auch an uns arbeitet und wir sind an einem Punkt angelangt, es geht um Angst und Liebe, ja, und wenn die Angst größer wird als die wirkliche innere Liebe, dann kann das auch schon mal richtig wehtun. Also achtet darauf, dass ihr wirklich eures Vertrauen in der Liebe bleibt, weil so könnt ihr genau das auch anziehen. Ja? Angst frisst Seele, ne? Und Angst blockiert auch ganz stark den Körper. Also achtet darauf, dass ihr schön in euren Fluss bleibt. So. Das ist eine ganz kurze, knappe, präzise Ansage. Mehr möchte ich auch dazu nicht sagen. Reflektiert euch, schaut mal, wo es auf eurer körperlichen Ebene nicht gut ist und lasst es fließen. Ja? Und jetzt schauen wir mal, was die Karten auch dann direkt euch mitteilen möchten. Falls ihr eine Frage habt, überlegt euch die Frage. Vielleicht bekommt ihr dann genau die Antworten mit den Stapel. Vielleicht, wenn ihr ein Thema habt, geht in dieses Thema hinein, dann bekommt ihr vielleicht auch genau da die Antworten. Wir wissen es nicht, es ist ja alles, es ist zwar ein Video, aber es wird nicht geschnitten, ich arbeite hintereinander weg, so dass es genau für dich richtig ist. Ja, also denk dran, wenn du jetzt sehr stark Kopfschmerzen hast, Themen hast, die geistige Welt arbeitet an dir, ja, es kommt ein Erneuerungsprozess. Es ist gerade dieses, ja,
Tod und Wiedergeburt, gerade sehr aktiv. Und wir hatten am 20., 21. Osterer, das ist ja das Fruchtbarkeitsfest, ja. Und wenn du diese Fruchtbarkeit, sagen wir mal, jetzt zu Ostern angesät hast und jetzt Ostern kommt, das hat ja auch mit allem zu tun, kann ja das tiefer werden, ja, wird dann unten tiefer. Und wird das Ganze manifestiert und dann darf manchmal noch Altes sterben, was noch die Natur zurückgelassen hat, ja, und das darfst du loslassen. Ganz bewusst. Ja? Und tu dir ganz, ganz viel Gutes für deine Substanz, viele, viele Nährstoffe, Vitamine, Vitamin D3, das ist ganz, ganz wichtig und immer schön Herzöffnung, Herzöffnung. Okay, wir haben wieder die wunderschönen Karten von Mantari und Claudia Wald-Waters und Dagmar Bende. Ja, also von mir. Und jetzt mischen wir wieder drei Stapel. Ihr könnt euch wie gewohnt drei Stapel aussuchen, wenn ihr möchtet. Okay, ich habe gar nicht gelesen, was da drauf steht. Mein Daddy. Aha. Interessant. Sehr schön. Ja, rich. Finanziell. Mein Gott, also seht ihr, ich habe ja schon auf mein T-Shirt finanzielle Sicherheit. Man kann das ja auch machen. Das ist ja echt witzig. Ich habe nicht drüber gelesen. Ich habe einfach angezogen. Seht ihr, man sollte auch Dinge manchmal einfach bewusst machen, ne? Was man so tut und nicht tut, ne, ihr Lieben. Okay, also, dann schauen wir mal hier auf unsere Karten. Das sind ja jetzt hier diese wunderschönen Karten, die ich gerne benutze. Und wir haben wieder fünf Kartensets, die wir uns ausgesucht haben für euch, die mit euch heute kommunizieren möchten. Und ich natürlich dürft ihr gerne mein Video weiterleiten an eure Freundin oder Freund. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und genauso auch, wenn ihr einen Impuls habt, euch mitzuteilen, wie es euch gerade geht, ob ihr auch so einen starken Prozess gerade durchmacht oder eine Leichtigkeit seid, ist natürlich auch eine schöne Freude für mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, einfach, ne? Weil es gibt Menschen, denen geht es gerade so richtig schön in der Leichtigkeit, hier in der Sanftmut, ne? Oder es gibt auch welche, wo richtig stark die geistige Welt jetzt arbeitet, weil wir wollen ja in die Veränderung kommen, in unsere eigene Sicherheit, ne? Und unser Vertrauen in unser eigenes Potenzial. Und da darf das Ganze natürlich auch wirken. So, und nicht vergessen, wir sind alle Menschen, schön Natur gehen. Vielleicht auch mal die Frühjahrsgöttin huldigen, ja, weil die jetzt ja dafür sorgt, dass das Feld auch versorgt wird, ne? Rituale für unsere Göttinnen machen. Das mache ich natürlich auch gerne. Und ja, bald kommt auch Balthene. Da freue ich mich ja sehr, sehr drauf. Vielleicht mache ich auch was online. Schreibt mir mal in die Kommentare. So, jetzt ist aber gut mit Reden. Wir fangen jetzt an. Wir haben einmal die Mantari-Seelen-Orakelkarten, die heute mit euch reden möchten. So, jetzt machen wir erstmal Licht. So, dann ziehen wir wieder drei Karten. Schaut euch mal die wunderschöne Deko hier an. Ne? Das ist einfach diese Hasen. Ich liebe diese Hasen. Hasen stehen auch immer für Fruchtbarkeit. Und wir haben den Schwan als Kraft hier mit dazu genommen heute. Der verbindet uns mit der geistigen Welt. Manchmal kann es auch sein, dass du vielleicht gerade nicht mit der geistigen Welt so stark verbunden bist. Dabei unterstützt dich der Schwan, ja? Der Schwan ist auch mein Krafttier, mein persönliches Krafttier.
Vielleicht möchtet ihr euch ja mal eine Karte ziehen lassen bei mir, welche Kraft für euch ist. Ups, und da kommt schon die erste Karte für den ersten Stapel. Und ihr fühlt mal in euer System hinein, welche Stapel euer Design darf. 1, 2 oder 3. Die Avalon und Umgebungskarten von der Dagmar. Von der Claudia, mein Wort, das. Ey, hört mal, ich bin hier schon komplett eins, ne? Mit Dagmar-Energie, Claudia-Energie. So. Dann möchten die Krafttiere noch zusätzlich euch unterstützen. Die sind von der Dagmar Wemmel. Krafttierkarten-Set. Interessant, ich habe gedacht, ich habe 5 Sets, jetzt habe ich 6. Da hat sich doch was eingeschlichen. Okay, die lieben Energiebilder möchten auch mit euch arbeiten, weil es ist jetzt auch ein starker Prozess. Da braucht es Energie und Krafttiere, die dich jetzt hier bei diesem Prozess unterstützen. Übrigens habe ich es schon gesagt, der Prozess geht von heute, vom 4.4., weil 4.4. ist der Geburtstag. Da wird was Richtiges manifestiert hier bei dir bis zum 30. Ja, da wird was manifestiert. Da wird die geistige Welt an dir, dein Umfeld mit dir arbeiten. Und dann kann das richtig heftig werden für euch. Ja? Also wundert euch nicht, es beginnen schöne Prozesse, die jetzt geerdet werden dürfen. Und wie gesagt, lass los, Wiedergeburtsprozess, ne? Tod, Wiedergeburtsprozess. Ach ja, genau, Zeret Wen ist ja auch mit dem Kessel da gewesen schon. Ne? Da ist Altes gestorben. Ne? Die wirkt schön mit ihrem Kessel so, Zeret Wen. Und wenn du dich auf diesen Kessel einlässt, ne, dann wird ja vieles neu geboren. So. Und dann haben wir Spiegelwelten. Nummer 2 von Claudia Waldwaters. Ich ziehe jetzt einfach, weil ich den Impuls hatte. Ich mache das immer intuitiv. Ich gehe da nicht mechanisch vor. Die geistige Welt sagt mir immer, wie ich was machen darf. Ne? Und wenn dann eine Karte rausfällt, dann ist ganz klar, die geistige Welt wollte unbedingt, dass diese dabei ist. Ja, dass sie nicht übersehen wird. Ups, guck mal, hier war ein ganzer Stapel, aber nein. Zacki, zacki, zacki. Dann haben wir schon 6 Karten gemischt und in verschiedene Stapel untergebracht, ja. Und schaut euch mal die ganze Sache an. 1, 2 oder 3. Ich wusste schon, bevor ich angefangen habe, welchen Stapel ich wollte. Vielleicht ihr auch. Ach ja, das ist schon schön. Also genießt nochmal euren Prozess. Es ist ganz, ganz wichtig. Viel Vitamin C, Vitamin B3, ja, weiß der Kuckuck, alles schön. Weil diese Nährstoffe braucht der Körper, um genährt zu werden für diesen Veränderungsprozess, der sich jetzt hier auf dieser Ebene, auf dieser Materie fest kanalisieren darf. Ne? Das sind die nächsten 3 Wochen. Und interessant, ich habe ja hier reich, wer weiß, mit was ich reich beschenkt werde. Mein Daddy kann ja Gottvater sein. Ne? Also es ist höchst interessant, mit was ich dann beschenkt werde. Wir werden sehen, in 4 Wochen kann ich euch berichten. Und, ja, 3, 4 Wochen. So, 4-4 ist eine ganz starke Manifestation, ganz materialistisch. Dann kannst du Projekte richtig starten, alles Mögliche, was mit 4-4 hier heute passiert, dann manifestieren. So, und Altes weg. Dann fangen wir mal an mit dem ersten Stapel. Ich liebe dich. Ja, das sind ja die Paris-Karten.
war ich in Paris. Die, könnt ihr überhaupt die Karten richtig sehen? Ja, die sind immer sehr, sehr bunt, ne? Also ich verstehe das, wenn man die Karten nicht richtig erkennen kann. Deswegen halte ich sie auch immer noch mal rein. Aber es sind ja auch Frequenzen, ne? Und wenn du dich in diese Frequenz reinfühlst, wirkt diese Frequenz ja auch mit dir. Ja? Das sind ja Karten, die wir aus unseren spirituellen Reisen gemacht haben, von den Kraftorten, und die wirken mit dir mit. Und hier war ich an diesem Platz, ich liebe dich. Da war in Paris eine Tafel, da stand in ganz, ganz vielen Worten, ich liebe dich drauf. Da waren ganz viele Liebespärchen, ja, die dort gewesen sind. Und da kannst du deinen Wunsch manifestieren. Vielleicht manifestierst du heute, dass du in eine Partnerschaft gehst. Ja, oder irgendwas, was du wirklich liebst, dein Beruf, Berufung, absichtslose Liebe, Selbstliebe, Wertschätzung und Respekt. Ja, es geht wirklich darum, dass du dich selbst liebst und das auch in die Welt bringst. Ja. Ich denke, du hast schon viel an deinem Selbstwert gemacht. Jetzt ist es Zeit, auch den wirklich zu nutzen. Avalon, Toleranz im Glauben und Umgang mit deiner Umwelt ist gefragt. Es ist höchst interessant, ja. Also es ist nicht immer so alles, jetzt, wenn wir die Zeiten einfach mal so sehen, müssen wir einfach auch Toleranz walten lassen. Ja? Wenn wir uns über alles aufregen, bringt das nur eine Blockade in unserem ganzen Wesen. Vielleicht sollte man einfach toleranter zu sich und seiner Umwelt sein. Ja? Und wenn du dann wirklich mit der Selbstliebe durch diesen Weg schreitest, dann fließt das Ganze einfach leichter für dich, ne? Wenn du alles mit dir selbst Liebe machst oder bedingungslosen Liebe mit dem Partner gegenüber, ne? Du machst einfach bedingungslos, ohne Erwartung zu schaffen. Und dabei unterstützt dich der Kraft, das Krafttier, der V. Die steht für Schönheit, göttliches Licht, Anerkennung, Herzensschönheit. Also es geht wirklich Herz, 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 Herz. Deine Liebe deine spielerischen Elemente. Ja, also ich bin jetzt Krebs. Mein Element von meinem Sternzeichen ist Wasser. Wasser steht für starke Gefühle. Ja. Und schau mal, welches Sternzeichen du bist, welches Element du zugeordnet bist. Und es geht wirklich auch darum, in der nächsten Zeit das zu leben, ob es gute Gefühle sind oder schlechte Gefühle, einfach leben, ja, manchmal hält man sich auch zurück mit seinen negativen Gefühlen, um andere nicht zu stressen, ja, aber das blockiert dich ja auch nur innerlich, ja, du musst auch klar machen, dass es dir wirklich nicht gut geht, weil das versteht man vielleicht gar nicht, weil du ja immer sonst alles geschafft hast und lächelst, ja. Und wenn man sagt, mir geht es nicht gut und immer wieder mach das, mach das, mach das und die Menschen verstehen nicht, musst du einfach sagen, pass auf, ich kann jetzt nicht. Und das vielleicht auch 5-mal, weil du gerade diesen starken Prozess hast, um dass es bei den anderen ankommt. Ja? Und deswegen geht es darum, deine Elemente zu leben, ja? Und nicht dich immer zurückzusetzen oder nett oder lieb zu sein, ja, es geht wirklich auch dann das zu tun, was dein Element ist, ob das Holz ist, ja, Feuer, Transformation oder Wind, deine Vision, ja, also es geht wirklich speziell dann auch um dein eigenes Element, schau auf dein Sternzeichen, was du für ein Element hast, um das dann drum zu leben. Und jedes Element ist ja auch wieder einem anderen Chakra zugeordnet. Es ist schon sehr intensiv hier. Ne? Schönheit erwecken. Also du kannst auch wirklich die Schönheit in dir erwecken, wenn du das Ganze wirklich manifestierst. Selbstliebe, dein Element leben, das Krafttier V. Also es geht wirklich um die innere und äußere Schönheit vom Ganzen. Und ganz zum Schluss kommt das Haus und dann geht es immer darum, dass du dir eine gewisse Struktur anschaffst, dass du
vielleicht eine Familie gründest, ein Heim gründest, ein Mann kommt zu dir in dein Haus, ja, und es dauert aber alles, ist alles ein bisschen zäh, ne? Vielleicht hast du ja auch schon ganz lange daran gearbeitet und jetzt ist so der letzte Rest, aber nichtsdestotrotz, die nächsten 3 Wochen werden sehr intensiv für dich werden. Alles. Vielleicht bist du in ein Haus gezogen, wo du jetzt ankommen darfst. Also es geht wirklich Stabilität, Familie. Ein Mann wird in dein Leben kommen oder in deine Partnerschaft wird auf eine andere Ebene kommen. Darum geht es sehr, sehr intensiv. Vielleicht werden auch ja welche von euch schwanger. Whatever, weil wir haben ja auch diese Befruchtungstage. Ja, das war der Stapel. Erste Stapel. Thank you fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Dann gucken wir, was der nächste Stapel uns sagen möchte. Ist euch auch immer so kalt? Also in den letzten Tagen ist mir immer kalt, 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 kalt. So, jetzt looken wir mal, was da so kommen mag. Ich liebe ja diese Karten. Ach, der Schwan bringt ja immer noch diese Leichtigkeit rein, ne? Also das dürft ihr nicht vergessen. Der Schwan bringt auch immer diese Leichtigkeit hinein und das Göttliche. Deswegen, egal wie heftig der Prozess ist, der unterstützt euch, ne? So, zweite Stapel. Guck mal, sieht auch wie ein Osterhase aus. Jupp. Die beste Freude ist Wohnen in sich selbst. Also, es geht wirklich darum, dass du deine innere Mitte findest, dass du in dir selbst ruhst oder vielleicht hast du sie auch schon gefunden. Und es ist sehr interessant. Jetzt kommt schon wieder die Glastonbury Abbey. Blühe deine Energien und schreite voran. Ne? Also, wenn du deine eigene Stabilität hast, Stabilität gefunden hast, kannst du den Kraftort Avalon auch dazu nutzen. Vielleicht gehst du in eine Meditation dahin, um da einfach für dich weiterzuschreiten. Und der Ort, der gibt dir die gewisse Leitung. Also, vielleicht hast du ja gewisse Ziele, ne? Berufliche Ziele. Und dann unterstützt dich auch der Otter Leichtigkeit, Liebe, Selbstfindung und Gefühle. Wow. Ja, vielleicht hast du ja ein abgespaltenes Gefühl irgendwo oder bist abgespalten von dir selbst. Und da hilft dir der Otter dann, dich wieder in dein Gefühl zu bringen. Arbeite mit dem Otter, vielleicht bist du ein bisschen traurig. Deswegen kommt diese Karte, die beste Freude ist Wohnen in sich selbst, ne? Also dein Inneres erkennen. Da wirken 2 starke Kraftkarten für dich mit. Ruhephase, achte auf deine Bedürfnisse. Also das kann ich mir gar nicht. Du brauchst eine Ruhephase, vielleicht brauchst du einfach jetzt mal einen Rückzug, ne? Dass du wieder zu dir selber findest oder du hast so viel gearbeitet und du brauchst einfach Ruhe, dass du wieder an dir ankommst. Und wenn das passiert ist, dann wirst du einen Quantensprung machen. Das ist so, glaube ich, vielleicht auch nochmal so die letztere Setting, bevor deine wirkliche Manifestation kommt, dass dieser Quantensprung, dieser Aufstieg jetzt gerade für dich bestimmt ist. Und wer hilft dir dabei? Maria Magdalena. Wer könnte das besser jetzt zu diesen Zeiten als Maria Magdalena? Die Herrin des Lichtes. Also Aktivierung deiner spirituellen Gaben und deine Erleuchtung. Genau, wenn du nämlich zu dir findest, geht es wirklich auch darum, das Ganze zu finden in dir. Schau sie dir an. Wunderschön. Geh mit Maria Magdalena und mit deinen ganzen Helfern in den nächsten Prozess. Also da wird für dich nach 3, 4 Wochen wirklich eine
begnadete Zeit kommen, weil du wirst einen Quantensprung machen. Ja? Nutze diese Information für dich und dann kannst du wirklich diesen Quantensprung einfach machen und dann wird für dich was ganz Tolles manifestiert im Hier und Jetzt. Ja? Aho. Die dritte Stabe. Die dritte Stabe, denken wir auf. Schaut euch mal diese Pyramide an. Ich habe auch Pyramidenenergie. Verbinde dich mit der Akasha-Chronik, unserem Kosmos mit Kristallen und Steinen. Ja? Und du wirst Botschaften bekommen von der geistigen Welt. Also du bist jetzt gerade auf Empfang. Vielleicht solltest du auch rot anziehen, dass du ein bisschen mehr geerdet bist, weil du bist jetzt richtig auf Empfang. Die geistige Welt will so viel von dir, dann kann sein, dass dir die Ohren wehtun, dass du es nicht mehr hören kannst. Schreib alles auf, weil du wirst in der nächsten Zeit richtig tolle Botschaften aus der geistigen Welt bekommen. Du wirst zwar nicht wissen, warum, aber die wird auf jeden Fall für dich jetzt sehr, sehr gut sein. Oder vielleicht brauchst du die Botschaften erst in ein, zwei Jahren. Wirst du erkennen, warum die Botschaften gekommen sind. Aber wichtig ist, schreibe alles ganz genau auf. Die nächste Karte ist Chalice Well Garden, feiere die Schöpfung. Ja, also deine eigene Schöpfung, deine innere Schöpfung und die Schöpferkraft will gerade mit dir reden. Es wird ganz viel passieren und wenn du hier auch die rote Quelle siehst, ist es an der Zeit, dass du Eisen trinkst. Eisen auch zu dir nimmst, weil die rote Quelle hat Eisen im Wasser, ne? Und immer wenn die Karte zeigt, gekommen wird, dann heißt es immer Eisenmangel. Und welches Tier möchte dich unterstützen, dass du so gut mit der Kommunikation, mit der geistigen Welt kommunizieren kannst? Vielleicht bist du ein Schreibmedium, ja, und entwickelst gerade deine Fähigkeiten als Schreibmedium. Klärung von sozialen Strukturen, richtige Distanz, Veränderung, ja. Also, es geht auch darum, dass du vielleicht mit der geistigen Welt was zu klären hast, welche Aufgabe du gerade hast, ne? Weil es ist jetzt sehr, sehr intensiv, dass du starke Botschaften bekommst von der geistigen Welt und kläre mal deine Aufgabe, die die geistige Welt vielleicht für dich vorgesehen hat, um deinen Seelenplan zu erfüllen. Ja? Klärung auch von sozialen Strukturen. Ne? Wie geht dein soziales Umfeld damit um, wenn du für die geistige Welt arbeitest? Wo kannst du dir Zeiträume einräumen, dass du für die geistige Welt arbeitest? Wie möchtest du das machen? Ja? Hast du dann auch genug Kraft für dich? Und sind nicht so viele Sauger an dir, die immer was von dir wollen? Erkenne die Schönheit entlang deines Weges, genau. Also, es wird für dich jetzt der Weg kommen, wo genau du jetzt den spirituellen Weg mit voller Kraft voranschreitest und dieser ist wohlgefüllt für dich. Und es gibt auch Wesen, ja, im Wald, wenn du mal hier diese Spiegelkarte siehst. Elementarwesen,
schau sie dir an, da erkennst du wirklich das sind Spiegelfotografien, die Dame, ja, im Wald. Wenn du die Elementarwesen vielleicht befragst oder mit denen kommunizierst, die können dich auch noch dabei unterstützen. Deswegen frage die Dame des Waldes. Also kommuniziere mit den Bäumen. Die möchten dir auch was sagen. Die Bäume sind ja die ältesten Pflanzen auf der Welt, soweit wie ich weiß. Bitte nicht steinigen, wenn das nicht stimmt, aber die kommunizieren ja um den ganzen Erdball miteinander, weil die ja mit den Wurzeln verbunden sind durch Strömungen. Und somit wirken die ja auch auf den Erde, auf den Planeten. Und schau mal, was sie vielleicht für dich bereithalten, ja? Und Schiff bedeutet immer eine große Reise und die Reise ist dein spiritueller Weg. Ja? Es geht immer darauf, wenn das Schiff zu dir kommt, gehst du auf eine Reise. Du kannst natürlich auch in Urlaub fahren. Kann ja sein, du fliegst nach Mallorca, wer weiß das schon. Und dann wird dir spirituelle Dinge begegnen. Oder du gehst in den Stadtwald nach Köln, ja, da können dir auch Dinge begegnen. Ne? Also, oder du beginnst die Reise in dich. Oder mit der Verbindung nach oben. Also schau einfach ganz genau hin, was ganz wichtig für dich ist. Und kläre wirklich auch Themen in deinem sozialen Umfeld, weil hier, wenn das Schiff kommt, ist es so, du sprichst Sachen nicht aus. Ja? Aus irgendwelchen Gründen. Sprich es aus. Was soll dir schon passieren? Nichts, außer dass es dir besser geht. Also, das wünsche ich euch jetzt hier eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs gemeinsame Sein. Nächsten Sonntag bin ich natürlich wieder für euch da. Danke auch an die Claudia, dass sie immer so wunderschöne Texte schreibt und für die tollen Karten. Und danke für die Dagmar Bendel. Auch ihre wunderschönen Karten. Thank you for all and for you and me in big heart in love. Ciao, ciao, eure Ines Carona.